Herzlich willkommen. Es geht heute um Fahrradanhänger, im Speziellen um Kinderfahrradanhänger. Ich fange mal mit mir an. Christopher heiße ich. Warum führe ich dieses Gespräch? Ich betreibe selber eine Webseite namens Kinderfahrradfinder. Da geht es um Kinderfahrräder. Das ist im Prinzip der Schritt, der dann nach den Anhängern kommt, um es die heute hier gehen soll. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, beziehungsweise zu meinem Gesprächspartner, nämlich Herbert Peters von Fahrradanhänger-24.de. Ich bin nicht sehr gerne mit dem Auto unterwegs, schon gar nicht in der Stadt hier bei uns in Bielefeld. Ich denke, da verpasst man einfach viel zu viel und ist viel zu langsam. Und ich wollte natürlich mit meinen Kids auch weiter mobil sein, vor allem eben mit dem Fahrrad, wollte mit denen rumfahren, wollte damit halt meine täglichen Besorgungen unternehmen und stand dann eben vor der Frage, die sich wahrscheinlich jetzt die meisten auch stellen: Wie kann ich mit meinem Kind sicher einfach unterwegs sein im Straßenverkehr mit dem Fahrrad? Was brauche ich dafür? Worauf muss ich denn eigentlich achten? Meine Tochter ist mittlerweile 3,5 Jahre alt, also seit knapp 4 Jahren beschäftige ich mich jetzt mit diesem Thema, habe mich da halt auch sehr, sehr tief in die Materie auch hereingearbeitet und habe dann irgendwann festgestellt, naja, so geht es eigentlich auch den meisten, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Es gibt da eigentlich sehr wenig oder gab es bis heute kaum die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Modelle zu vergleichen, oder hatte ich auch niemanden, der mir eben erklärt hat, worauf ich denn eigentlich zu achten habe. Ganz am Anfang, ich glaube, ein Thema, was doch einige Eltern beschäftigt, ist im Zusammenhang mit Anhängern, Kindertransport, das Thema Sicherheit. Na klar, mit dem Kind ist man da besonders sensibel, mehr als mit sich selber und den eigenen Fahrrädern. Da ist mir gleich erstmal die Frage gekommen, ab welchem Alter kann man denn ein Kind im Anhänger transportieren? Gibt es da irgendwelche Richtwerte? Kann ich direkt vom Krankenhaus nach der Geburt mit dem Anhänger nach Hause fahren, wenn ich kein Auto besitze? Oder sollte man irgendwie warten? Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Mit der Klinik direkt, also von der Klinik nach Hause, wird es ein bisschen schwierig. Ja, und zwar, wenn du dir die Anhänger anschaust, stellst du erst einmal fest, ja, die haben alle schon richtige Sitze drin. Das heißt, eigentlich sollte das Kind schon sitzen können, aber da ist natürlich auch noch weiter gedacht worden. Es gibt schon diverse Lösungen, dass du halt auch den Anhänger schon vorher nutzen kannst, aber dann auch hauptsächlich als Kinderwagen oder Buggy. Also so tendenziell sagt man, dass man den Fahrradanhänger schon so ab dem ersten Monat nutzen kann. Dafür gibt es ja entsprechende Lösungen. Als Kinderwagen genau. Nutzen. Okay, ja. Genau, ausschließlich als Kinderwagen. Da gibt es dann halt eben diese Babyschalen oder Babysitze, Hängematten haben auch diverse Hersteller im Programm. Da musst du tatsächlich ein bisschen, ja, ein paar Monate Pause machen vom Radfahren, ja, ein bisschen Geduld mitbringen. Dein Kind ist einfach noch sehr instabil. Ja, es kann den Kopf noch nicht halten. Ja, es hängt ja nur auf deinem Arm, es liegt nur im Bett. Ja, und wenn du eben mit dem Fahrradanhänger unterwegs bist, hast du anders als bei einem PKW nicht die Möglichkeit, den Sitz jetzt umzustellen. Ja, sodass das Kind dann eben wie in so einem Reboarder ja in Fahrtrichtung sitzt. Das gibt es nicht. Das Kind hat immer die in Fahrtrichtung blickende Sitzposition, und das heißt, wenn du plötzlich bremsen musst, ja, oder von höheren Geschwindigkeiten runterbremst, ja, da gibt es halt einfach nichts, was das Kind hält oder den Kopf hält. Ja, und da musst du dann schon warten, so im Schnitt bis circa 6 Monate,
ja, dass du dann halt so deine erste Tour machen kannst. Okay, aber auch mit 6 Monaten wären es wahrscheinlich noch diese Schalen oder Liegen, die man hier sieht. Oder ist mit 6 Monaten schon normaler Standardsitz angesagt? Nein, es hängt eben davon ab, ob dein Kind schon sitzen kann oder Okay, nicht. Ja, okay. wenn es noch nicht selbstständig sitzen kann, musst du es immer in dieser Babyschale eben transportieren. Ja, ich zeige mir hier vielleicht noch ein anderes Bild. Hier siehst du ja eben die Hängematte, wie sie eingehängt ist. Ja, oder halt alternativ gibt es halt auch eine Lösung, wo du den Maxi-Cosi einbauen kannst. Ja, aber du musst tatsächlich so bis 6 bis 9 Monate eben warten, bis du halt auf diese Lösung verzichten kannst. In Einzelfällen dauert das tatsächlich sogar noch länger, ja? Weil dein Kind muss halt wirklich selbstständig sitzen können und halt eben auch den Kopf halten können. Ja. Weiteres Thema bei der Sicherheit ist die nächste Frage, die ich mir stelle. Bei Fahrrädern kommt immer das Helmthema sehr schnell, gerade bei Kindern. Aber einem Baby kann man vermutlich noch keinen Helm aufsetzen. Ist das richtig? Ja, genau. Das kannst du tatsächlich noch nicht machen. Wie du ja gesehen hast, hier bei den Babyschalen, das Kind liegt ja auch. Es sitzt nicht in dem Anhänger, sondern es liegt. Und so ein Helm hat ja natürlich, ist ja aus Styropor, Kunststoff, sonstiges, würde dann ja den Kopf irgendwie anheben. Das ist nicht ganz so toll für den Nacken. Darüber hinaus hast du auch keine so kleine Helmgröße. Ja, also der kleinste Umfang, den es eben gibt, ja, da kann man, weiß nicht, Mellon Nutcase und wie sie alle heißen, fängt halt eben bei 46 Zentimetern an. Ja, das ist so der kleinste Umfang, den man halt so aktuell findet auf dem Markt. Generell hast du auch überhaupt gar keine Helmpflicht in dem Anhänger. Ja, also das muss man halt auch sagen, die besteht nicht. Wird aber natürlich von uns und halt auch von den Herstellern dann weiter, na, ab so einem Alter von 9 bis 12 Monaten, also wenn das Kind halt eben 1 Jahr ist, doch schon empfohlen, weil es halt einfach einen zusätzlichen Mehrwert an Sicherheit, an Schutz für den Ernstfall einfach bietet. Ja. Ja, Also das das heißt, stimmt. es kann schon vorkommen, dass du so eine Art Übergangsphase hast von der Babyschale zum Sitzen im Anhänger, wo halt so ein Helm nicht passt, ja, nicht 100%. Da muss man dann einfach sehr aufmerksam sein als Eltern und vielleicht auf die ein oder andere Tour dann auch mal verzichten, dem Kind zuliebe. Ne? Ja, gut. Ich meine, man kann das immer wieder gut mal sagen, es gibt in Deutschland keine Helmpflicht, weder in Anhängern noch auf Fahrrädern, nicht für Kinder, nicht für Erwachsene. Das ist eines jeden eigene Entscheidung, einen Helm aufzusetzen, sich selbst oder seinem Kind. So viel dazu. Aber ungeachtet davon, dass dann ja wahrscheinlich viele Kinder noch klein, ohne Helm, mangels kleiner Helme sitzen und generell nochmal letzter Punkt. Zum Thema Sicherheit vielleicht die Frage, es gibt viele Kinder, die in Anhängern transportiert werden, aber eigentlich liest man nie, fast nie, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so richtig in Erinnerung, aber eigentlich, es kommt mir so vor, als würde man nie davon hören, dass irgendwelche Eltern mit ihren Kindern im Anhänger in schwere Verkehrsunfälle verwickelt wären. Und obwohl ja ständig Fahrradunfälle passieren. Was meinst du, woran liegt das? Wird das vertuscht oder was Nein, ist? nein. Das denke ich auf gar keinen Fall. Wenn da was passiert, dann würde das, denke ich mal, erst recht breit getreten werden. Dann würdest du nicht nur in einer Statistik auftauchen, sondern dann wärst du wahrscheinlich in der nächsten Tageszeitung, vielleicht auch gleich im Fernsehen. Also da gibt es natürlich diverse Vermutungen auch von uns. Sicherlich die Anhänger, Hersteller einfach in dem Bereich Bonnierschaft, Verkehrsgerät für Kinder, das natürlich einen gewissen Sicherheitsstandard einfach erfüllen muss. Also wir haben wirklich sehr hochwertige Materialien. Es ist auch so eine Art Käfig. Also das Kind wird da wirklich
sehr gut schon von Anfang an mit transportiert. Ja. Da haben wir halt einmal die Seite des Herstellers, das hat schon sehr viel an Features einfach mit in dieses Produkt hineingelegt wird und mitgegeben wird. Ja. Und als zweites, also ich denke mal, das wirst du genauso erleben wie halt ich, man achtet schon sehr auf seine Kinder. Ja. Man möchte, dass es ihnen gut geht und vor allem, wenn sie halt eben so klein sind, ist man selber als Elternteil, ich merke das selber als Vater, man versucht schon natürlich, oder man vermeidet größere Straßen, größere Knotenpunkte, ja, nutzt viel eher Radwege, ne, ist ein bisschen ländlicher mit den Kindern abseits der Straße unterwegs und vor allem bist du auch nie so schnell unterwegs, ja. Es ist halt ein zusätzliches Gewicht, ja, du möchtest halt natürlich auch schnell reagieren können, das heißt, unserer Einschätzung nach sind die Eltern auch sehr, sehr umsichtig, wenn sie mit einem Fahrradanhänger eben unterwegs sind und mit den Kindern drin sitzen. Man kann natürlich nicht nur ein Kind eben mit transportieren, sondern es gibt natürlich auch Zweisitzer. Hier siehst du ja eben die Babyschale und daneben kann halt ein ganz normales Kind Platz nehmen und wie du siehst, hast du halt ja der Anhänger ist schon sehr stabil, hier hast du halt eben den verstärkten Boden unten, ja, du hast halt hier ein richtiges Gurtsystem, ja, also das heißt, die Kinder selber sind da nie einfach so irgendwie drin und du fährst halt los, sondern du musst sie halt richtig anschnallen, ja? Du hast halt hier Gurtpolster, du hast auch in jedem Modell, ja, das eben bei uns zugelassen ist, sei es halt Querido, Legero, hier ein Thule, hier ein Taxi, Cruiser, wie sie heißen, einfach ein 5-Punkt-Gurt, ja, wie in jedem PKW und dann halt auch eben so zusätzliche Stützen halt für den Kopf, ne, wie man halt... Sieht ja schon fast weniger aus wie im PKW als wie im Rennwagen, das hat schon was von Formel 1 irgendwie, die Optik, Sport. Ja, auf jeden Sport Fall. Jetzt wenden wir uns mal mehr der Technik zu, weil auf den ersten Blick für den Laien sehen die Anhänger alle gleich aus, ähnlich aus, abgesehen von den Farben. Ich habe mich mal ein bisschen durch deinen Shop geklickt und habe gesehen, dass es da auf Fahrradanhänger 24 durchaus sehr unterschiedliche Preisklassen gibt. Also man kann nicht nur aussuchen, ob man ein- oder zwei Sitzer haben möchte, sondern man kann auch auswählen, ob man nur wenige 100 Euro oder am Ende über 1.000 Euro ausgeben will. Was sind denn da so die Unterschiede? Also was macht diese großen Preisunterschiede aus zwischen den Modellen? Da gibt es tatsächlich sehr viele Aspekte. Ja, genau, da gehe ich einmal hier hin. Natürlich hast du zuerst die Frage, die du stellen musst, brauche ich einen Ein- oder Zweisitzer? Ja. Das ist natürlich auch ein Faktor, der sehr viel am Preis ausmacht. Ja. Dazu hast du dann eben noch die Wandelbarkeit, ja, der Anhänger. Also wenn du halt wirklich ein ganz preiswertes Modell nimmst, hast du häufig nur einen Fahrradanhänger und ein Buggy-Radsystem, ja, also dass du den dann eben auch mal schieben kannst in der Stadt. Ja. Aber alle anderen Features, so wie man es halt hier sehen kann, wie so ein Jogger, so ein optionales Kit zu einem Joggerrad, ja, hast du, also solche Möglichkeiten hast du dann nicht. Ja. Okay, das Joggerrad braucht man zum Joggen, ja? Wenn man schnell unterwegs sein will beim Schieben, nehme ich an. Ja. Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass ein Fahrradanhänger nicht nur ein Fahrradanhänger ist oder bleiben muss, ja, sondern wie du es ja am Anfang auch schon gesagt hast, man kann ihn eben als Kinderwagen oder Buggy benutzen. Oder du hast noch die Option, den eben im Gelände sehr aufgepeppt zu nutzen. Ja, dann gibt es natürlich ganz andere Anforderungen an den Anhänger. Oder du kannst ihn natürlich auch zum Joggen oder Inlineskaten nutzen. Ja, okay, und diese Wandlung zum Jogger beispielsweise, also sagen wir so, Kinderwagen kann jeder mehr so ziemlich, genau. Aber Jogger... kann auch jeder, wenn man dann Zubehör kauft, oder können nur manche, oder
oder ist schon dabei? Genau, also das ist tatsächlich schon ein bisschen komplexer wieder. Viele preiswerte Modelle haben erst gar nicht halt technisch die Möglichkeit, so ein Rad eben vorne anzubauen. Ah, okay. Ja. Und dann fängt es halt eben an, so im mittleren Segment gibt es die Option, aber eben nur als Zubehör. Ja, und dann halt, wenn du dann ein Komplettpaket haben willst, dann wird es halt dann auch wieder entsprechend teurer. Dann hast du das tatsächlich schon im Lieferumfang alles drin und kannst du dann halt eben die verschiedenen Modi dann auswählen. Okay, und wo du gerade von Gelände sprachst, kommt dann, denke ich, das nächste Thema, wo ich auch immer im Vorbeihören oder früher, als ich mich mal damit bei mir meinen Anhänger beschäftigt habe, das Thema Federung ist vermutlich ein weiteres, was mal einfach und mal komplex ausgeführt ist. Wunderbar, eine Folie. Ja. Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass auch die Federung ein großer Faktor ist jetzt beim Preis. Ja. Günstige Modelle haben grundsätzlich keine Federung. Das heißt, der Fahrradanhänger ist ein einfacher Stadtflitzer. Ja. Er muss jetzt nicht unbedingt schlechter sein. Ja, es kommt ja wirklich darauf an, wofür du das Gerät ja am Ende nutzen möchtest. Ja. Wenn du weißt, ich fahre nur zu Kita und wieder zurück, ja gut, dann brauchst du halt auch nicht die Federung, mit der du dann durch den Wald fahren kannst, ja, oder eine Alpentour auch mal veranstalten kannst. Oder halt, ne, wenn du weißt, du bist halt in ländlicher unterwegs oder wohnst eben außerhalb der Stadt und hast eben nur die unebenen Feldwege, dann wird es natürlich schon spannender. Ne? Und wie du siehst, habe ich mal hier so ein Bild auch mitgebracht, wo man auch einfach mal vor Augen sofort die Unterschiede auch einfach hat, ja. Also hier, hier oben links, ja, haben wir halt eben eine relativ preiswerte Lösung. Ja, wir hatten eine einfache Blattfeder mit einem Dämpfer. Also das ist halt so ein ganz einfaches System. Ja, finden wir häufig bei Querido, ja, ist das halt hier eben ein Beispielbild, was ich mitgebracht habe. Ne? So. Dann hast du hier unten die Airpad-Federung von Cruiser ist halt ein ganz anderes System, nicht unbedingt viel schlechter, ja, aber schon etwas höherwertiger, etwas robuster, wie man das halt sieht von den Komponenten. Genau. Nur der Federweg ist dann halt auch nicht entsprechend lang. Das muss man tatsächlich sagen. Häufig fehlt das dann einfach dem Kunden. Ja, weil du hast halt hier wirklich nur so ein paar Zentimeter an Schaumstoff. Ja. Dann gehst du dann halt hier oben, ist halt so ein ähnliches Preissegment, nur sind wir halt bei Harmax, ja, haben wir halt schon so eine kombinierte Sprungfeder, ja, eine Gasdruckfeder, die dann halt eben schon sehr einfach einmal einstellbar ist, ja, das wäre halt hier ein System zum Drehen, ja, wenn du halt mehr Gewicht hast, ja, kannst du halt entsprechend steifer einstellen, und die ist dann halt schon wieder etwas komplexer, aber auch besser. Ja? So, was halt eben den Federweg angeht, die Federung selber, die Belastbarkeit auch und die Haltbarkeit. Ja? Und hier unten sehen wir halt eben eine Aufnahme von einem Thule-Fahrradanhänger. Ja, das ist halt auch eine Blattfederung, aber die ist halt schon deutlich ausgereifter, ja, und schon deutlich besser, was halt die Federung angeht. Ja. Vielleicht halt mal eine kurze Frage hier rein. Diese Teile sehen alle relativ, sagen wir mal, teilweise auch filigran aus. Wenn sowas mal seinen Geist aufgibt, falls es das überhaupt tut, kriegt man sowas irgendwie wieder repariert? Oder ist das so, dass dann man gleich sagen kann, nee, wenn die Federung hinüber ist, dann lohnt nur ein Neukauf eigentlich noch, statt da was zu reparieren? Nein, auf gar keinen Fall. Tatsächlich ist halt die Federung natürlich das am stärksten beanspruchte Bauteil in so einem Fahrradanhänger. Ja. Natürlich kann nicht jeder diese Federung auswechseln. Das ist hier und da ein bisschen aufwendiger, wie du halt hier, jetzt bin ich ein zu weit, hier zum Beispiel sehen kannst, sind halt so ein paar Inbusschrauben. Wenn halt da so eine Blattfeder bricht, kriegst du die auch einzeln bei uns nach. Natürlich. Ja. Am besten ist es halt in dem Fall,
sich mal mit uns oder mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen und dieses Ersatzteil halt auch anzufragen. Okay. Häufig haben wir das dann auch schon gelistet im Shop. Ne? Okay. Es gibt also Ersatzteile. Ich hatte nur befürchtet, dass es vielleicht Teile sind, so wegwerfmäßig. Wenn das kaputt ist, ist der Anhänger hinüber. So ist es nicht. Nein, okay. Auf gar keinen Fall. Da wird dir schon von den Herstellern Mühe gegeben, dass du die auch schon lange nutzen kannst. Ja. Ein Thema, was bei Fahrrädern immer sehr zentral ist, ist das Thema Gewicht. Gibt es da große Unterschiede bei den Anhängern? Gibt es Anhänger aus Carbon und welche aus Stahl? Ja, das ist toll, wäre es wahrscheinlich, ja, aber diese Vielfalt hast du tatsächlich nicht. Ganz günstige Anhänger sind tatsächlich noch aus Stahl, findet man aber mittlerweile total selten. Ja. Also das jetzt Gewicht, ja, dass du, sag ich mal, jetzt ein paar Hunderter mehr auf den Tisch legst und da ein paar Kilo Gewicht sparst, hast du tatsächlich nicht. Ja, alle Anhänger sind voll aus Aluminium, haben Kunststoffelemente, ein Stoffverdeck, Laufräder und alles. Ne, da gibt es halt im Gewichtsbereich, ich sag mal, Unterschiede von 1 bis 4 Kilo maximal. Das ist so halt die Spannweite. Da reden wir jetzt auch nicht von einem Gewicht, was man jetzt unwesentlich merkt. Ja. Okay, das ist tatsächlich ganz etwas anderes als beim Fahrradfahren. Manchmal wäre vielleicht ein Carbonanhänger auch nicht schlecht, ja, weil die liegen tendenziell irgendwo alle zwischen 13 bis 18 Kilogramm. Ja. Und dann noch das Kind mit drin. Das ist schon ein bisschen Stolz, was man hinter sich herziehen muss. Ja. Aber da müssen wir tatsächlich mit dem vorlieb nehmen, was da ist. Ich denke auch, da würden wir preislich in einer Liga ankommen. Für die kurze Nutzungsdauer, was sich einfach nicht rentiert. E-Bikes werden beliebter und gerade wenn man vielleicht so einen schweren Anhänger oder einen leichten Anhänger, einen Anhänger eben zieht, mag man vielleicht noch lieber ein E-Bike haben. Kann man jeden Anhänger mit einem E-Bike verwenden? Mittlerweile schon. Ja, es gibt da halt nur bestimmte Sachen einfach auch zu beachten. Ja, also wenn du halt so ein Standard-Pedelec nimmst, also ein E-Bike, dann musst du immer, hast du bei den Fahrtanhängern, also bei denen, die halt auch wirklich eine entsprechende Zulassung hier haben, die Maximalbegrenzung bei gerader Strecke. Also da muss man halt auch wirklich unterscheiden. Wenn du halt wirklich mit dem E-Bike geradeaus fährst, dann darfst du halt die Spitze von 25 km/h fahren. Ja. Und das halten auch die Fahrradanhänger aus. Sobald du aber dich in die Kurve bewegst, ja, dann riskierst du schon, dass halt so ein Anhänger mal umkippen kann oder anfängt zu kippen. Bei 25 km/h, ja? Ja, also es kommt halt wirklich darauf an, ne, immer in welchem Winkel du die Kurve nimmst. Ja, da sollte man dann natürlich immer den etwas größeren Bogen fahren. Tendenziell ist es halt so, dass die Empfehlung da ausgesprochen wird, naja, bei Kurvenfahrten, ja, oder eben auch beim Inlineskaten sollte man nicht viel schneller als jetzt 12 km/h fahren. Ja. Wirklich? So, die sind zwar sehr. Das ist aber. Ja, das wissen tatsächlich viele nicht. Ne? Steht auch überall drin, muss man auch hinweisen, ja, finden wir. Klar, das ist ein guter Hinweis. Ich wäre nie auf solche Geschwindigkeiten, kenne ich auf dem Fahrrad gar nicht. Ja. Genau, ja, deswegen, ne, umso preiswerter die Anhänger sind, desto instabiler sind sie halt auch einfach. Ne? Die haben halt nicht diesen tiefen Schwerpunkt, ja, sind halt einfach für diese hohe Belastung nicht ausgelegt. Ja. Okay, du sprachst vorhin von einem fürs Rennrad, hast du am Rande erwähnt. Also der ist dann vermutlich eventuell für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt. Ja, genau. Also der ist halt sogar tatsächlich getestet bis 60 km/h. Ne? 16. 60. 60? Ja, genau, 60. 60, wunderbar. Wie heißt der? Das ist der Leggero Enzo. Ja. Sehr gut. Also den empfehlen wir halt auch sehr gerne, mit dem Rennrad halt unterwegs bist. Ne? Alles klar. Ja. Und, genau, und wenn du noch ganz kurz, wenn du ein S-Pedelec hast, ja, dann hast du ja Geschwindigkeiten bis 45 km/h.
Dann solltest du auf jeden Fall auch bei der Marke Leggero bleiben, ja. Weil die sind halt dahingehend geprüft und auch zugelassen. Ja, das ist ein Schweizer Hersteller, der sich halt zu eigen gemacht hat, das wahrscheinlich richtig zu machen. Ne? Bei diesen hohen Geschwindigkeiten kommst du da nicht drum rum. Okay, Stichwort jeder Anhänger mit jedem Fahrrad. Es gibt unterschiedliche Systeme, wie befestigt wird. Wovon hängt das ab? Gibt es irgendwas, was besser ist als das andere? Wie findet man raus, was man braucht, um diesen oder jenen Anhänger an seinem Hollandrad, Rennrad, Mountainbike oder was auch immer zu befestigen? Genau, ja, also das ist halt etwas, wo wir auch immer von Anfang an beruhigen müssen. Kauft nicht euer Fahrrad nach dem Anhänger. Ja, also einige kommen auch zu uns, wollen halt erstmal einen Fahrradanhänger kaufen, ja, und dann das passende Fahrrad dazu. Also das musst du natürlich nicht machen, ja. Jeder Anhängerhersteller hat entsprechende Lösungen, damit du wirklich das Fahrrad deiner Wahl nutzen kannst, um halt eben den Fahrradanhänger zu ziehen. Ja, natürlich ist es nicht immer einfach. Ja, also so standardmäßig hast du heutzutage, ich sag mal so vom im Schnitt halt drei Varianten bei den Fahrrädern. Halt eben das typische, wie man es halt von den Hollandrädern kennt, ein Gewinde zum Schrauben, so ein Achsgewinde, Nabengewinde, ja, wo du dann halt eben rechts und links die Muttern festschraubst. Ne? Dafür gibt es natürlich Kupplungen. Das sind halt auch üblicherweise die Standardkupplungen, die im Lieferumfang enthalten sind. Komplexer wird es dann, wenn du ein bisschen, weiß nicht, so eine Art Schnellspanner hast. Ja, kann halt sein, dass der mal bei dir zu kurz ist. Dann brauchst du einfach eine längere, um da eben die Kupplung dazwischen zu setzen. Und dann halt ganz beliebt eben, du hast es ja auch angesprochen, E-Bikes. E-Bikes haben immer mehr solche Steckachsen oder halt sehr hochwertige Räder haben immer mehr die Steckachssysteme. Da kann man auch total beruhigt sein. Die Steckachsadapter, ja, also es gibt halt Steckachsadapter, da kann man dann, ne, am Ende, wie man es hier sieht, jede beliebige Kupplung dran schrauben, oder es gibt dann halt auch direkt diese Steckachskupplungen, ja. Die gibt es in den verschiedensten, also in allen Gewindesteigungen, in allen Längen, und du baust halt deine aus. Vermisst die einmal, dazu findest du alle Infos bei uns in unserem Kupplungsfinder und kannst dann halt das passende Modell raussuchen. Ist egal, was du brauchst, da gibt es einen riesen Pool, das ist viel zu viel, um hier drauf einzugehen. Kupplungsfinder, das erinnert mich an meinen Kinderfahrradfinder. Das ist ja noch eine Ticken spezieller. Ja, genau. Ne? Da gibt es so viele Lösungen, da helfen wir euch natürlich sehr gerne weiter, ne? Stehen da mit Rat und Tat zur Seite, und eigentlich haben wir da auch alle Infos, die du benötigst, bei uns da reingepackt. Ja. Total herstellerunabhängig, ja, da findest du wirklich zu jedem die entsprechende Lösung. Ab einem gewissen Alter haben Kinder auch eigene Fahrräder oder erstmal Laufrad, dann Fahrrad, und die haben dann auch Lust, sich zu bewegen. Denen wird es vielleicht auf Dauer bei einer Tour zu langweilig im Anhänger, die wollen auch mal ein paar Meter fahren oder ein paar Kilometer. Ist das von Herstellern grundsätzlich oder bei manchen irgendwie vorgesehen, ein Platz, wo man irgendwo außen am Anhänger vielleicht das Laufrad einklinken kann oder einfach mittransportieren kann, während das Kind im Wagen sitzt und dann ausklinken kann, wenn es mal selber fahren will, vielleicht sogar für noch ein 14-Zoll-Fahrrad oder 16-Zoll-Fahrrad? Ja, also bei den Größen wird es tatsächlich schon sehr komplex. Also es gab mal einen Hersteller, aber das ist schon, ich glaube, da war selber ich noch klein, der hatte so eine zusätzliche Schiene, dass du ein Fahrrad mitnehmen kannst. Üblicherweise hast du nur die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, so ein Laufrad im Kofferraum zu verstauen. Ja, Fahrradanhänger haben ja wirklich, was eben das Gepäckvolumen angeht, sehr, sehr viel Platz. Ja, du hast halt einen sehr großen Stauraum. Da kannst du halt so Laufräder problemlos verstauen. Ja, oder was ich auch mache, also es gibt halt wirklich keine richtige Lösung, aber was ich auch schon häufig gemacht habe, ist mit einfachen Bändern, dass das Fahrrad oder das Laufrad eben am Schiebegriff mit aufzuhängen. Ja, ich habe jetzt nicht mehr
die Blogs in Erinnerung, aber ich habe auch Reiseberichte gelesen, wo das genau die Schwierigkeit ist, immer rein und raus aus dem Anhänger und das eigene Fahrrad. Es gibt dann Bastellösungen, wie man das hinbekommt, sozusagen, eventuell. Das auf jeden Fall, natürlich. Ja, Okay, schade. da kann man sich Vielleicht im Netz informieren und Hilfe holen, auf jeden schaut Fall. ja ein Hersteller zu und erbarmt sich und macht einen ganz tollen Dachgepäckträger für Fahrradanhänger demnächst in 2021. Wäre toll, es fragen tatsächlich sehr viele danach. Ja. Okay, ich glaube, dann haben wir eigentlich viele wichtige Fragen, die man so haben kann, beantwortet. Und ich hoffe, hier wurde von den Zuschauern dann auch was gelernt. Ihr habt was gelernt. Eine Frage habe ich mir noch notiert. Kannst du uns, Herbert, denn irgendwie sowas geben wie einen Tipp für einen besonders günstigen Anhänger, der besonders gut ist, also Preis-Leistungstipp und vielleicht sagen, ein Modell, was so das Nonplusultra darstellt, absolut Hightech und wenn das Geld keine Rolle spielt, super Komfort und so weiter. Ja, also das ist eine Frage, die ich öfter höre, genauso wie welches Modell fährst du denn jetzt eigentlich? Ja, welches Modell nutzt du und bist du selber unterwegs? Das kann man eigentlich so pauschal gar nicht sagen. Ja, es kommt immer davon, es hängt immer davon ab, wofür du jetzt diesen Anhänger nutzen möchtest, was du für ein Typ bist. Ja, und dahingehend beraten wir. Auch, ja. Wir haben einen sehr großen Pool an Anhängern, an Herstellern und es ist tatsächlich so, dass wir selber ja auch die ganzen Modelle testen. Ja, wir bauen die auf, wir vermessen die, prüfen die Stärken, die Schwächen bei jedem Wetter. Ja, das mache ich halt mit meinen Kids selber und dieses Wissen, was wir da halt erwerben, die Erfahrung, die wir machen, die geben wir halt eben weiter und beraten auch so unsere Kunden Okay, und also. sprechen dann auch so die Empfehlungen aus. Okay, das heißt keine Planko-Empfehlungen für bestimmte Anhänger, die für alle gelten würden. Das bedeutet individuelle Beratung holen bei Herbert und Team, nehme ich an, bei Fahrradanhänger-24.de. Am einfachsten vielleicht auch hier unten direkt in den Kommentaren, falls da welche sind, hoffe ich. Herbert wird sicher dort vorbeischauen und ansonsten auf der Webseite findet ihr den Kontakt. Du beantwortest Fragen, die hier unten auftauchen werden, oder? Ja, natürlich. Wir sind, was das Netz angeht, auf allen möglichen Plattformen unterwegs. Du findest uns auf Facebook, Insta, YouTube, Twitter und wie sie alle heißen. Und wir verfolgen halt natürlich auch jeden einzelnen Kommentar, versuchen auch natürlich als Team da immer zeitnah zu antworten, geben da Tipps weiter, Tricks, na, und helfen da natürlich auch beratend euch. Keine Frage. Okay, dann bedanke ich mich für die Zeit, die interessanten Informationen. Hoffe, dass ihr Zuschauer irgendwie was mitnehmen konntet bei dem Thema, was euch da gerade beschäftigt. Anschaffung von einem Anhänger oder nicht und welcher. Und dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wieder auf einer echten Velo mit echten Menschen, also echt sind wir auch, aber eben vor Ort und nicht nur online sehen. Vielen Dank und Auf jeden tschüss. Fall. Ja, danke Christopher für das tolle Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.